Dann gehen wir rein in Viertel Nummer 1. War natürlich lange im Rennen um den MVP Award sowie den Award für den besten Offensivspieler Adrian Nelson auf der anderen Seite. Unglaublich heiß. Jetzt suchen sie wieder das Duell Stanic gegen Grünlo. Jetzt macht es der Nachwuchsstar allerdings besser. Joschka Ferner von draußen. Starker Rebound von Justin Gray. Wieder Zach Copeland am Ball. Nein, lässt nicht nach. Zach Copeland. Ein Spieler, der mit einem unfassbaren Selbstbewusstsein agiert. Akteur von dem Basketball-Lüft Braunschweig, der ja, seit mehreren Wochen mit einer Gehirnerschütterung kämpft. Zwar wieder im Kader steht. Starker Block von EJ Onu. Großes Thema. Wir schauen nochmal auf den Block von EJ Onu. Wow. Wieder eine starke defensive Aktion von EJ Onu, aber bessere Offense. Reeves, der Ex-Bamberger, wurde ja nach seiner starken Saison in Leverkusen in der Bois damals noch von Rose Bamberg verpflichtet. Joschka Ferner meldet sich hier an. Gray Woodbury, ja, sie müssen langsam Zugriff auf die Schützenfilm, Rasa Fechter. Ja, gut, das war auch wieder Carpenter. Da fängt er jetzt etwa auch noch an zu treffen. Bamberg erkämpft sich hier die zweite Chance. Boah, was ein Pass von Lukas Herzog. Was eine Aktion. Bamberg verteidigt das ideal. Gerade im Deny. Wieder gute Hände, Trey Woodbury. Joschka Ferner muss dann einen schwierigen Wurf loswerden. Aber Joschka Ferner ist ein Mann mit Johann Grünlo. Ball geht nochmal raus auf Schwieger. Wieder Reeves. Spencer Reeves für drei, den kann er. Und vor allem kennt er die alle, der Ex-Bamberger. Grünlo. Cusi wird warm. Tommy Cusi gleicht die Partie aus. Und was ein Block von Johnson. Das ist halt schwierig da unten gegen Johann Grünlo. Transition-Möglichkeit. Iwundu mit dem And-One. Wes Iwundu. Ganzer Freude des mitgereisten Anhangs aus Fechter. Wir blicken nochmal drauf. Hier der Rebound von Johann Grünlo. Die Übersicht von Tommy Cusi. Nelson erneut für drei. Letztlich locker. Adrian Nelson. Werden wir vielleicht nach dem Spiel mal nachhaken. Oh, wobei, das sieht schon besser aus. Transition-Möglichkeit. Adrian Nelson riecht nach einer Timeout. Genauso ist es. Tyrell hat sehr abgezockt und die Transition ganz smart, ganz überlegt. Adrian Nelson. Chance, das erste Mal zweistellig in Führung zu gehen. Boah, was ein Block von Johann Grünlo. Und jetzt die Transition über Cusi. Da dachte ich kurz für einen Moment, dass er abdrückt. Wes Iwundu aus dem Corner. Zweite Chance. Rose. Cusi völlig freigelassen. Der Ball will aktuell nicht rein. Aber Johann Grünlo arbeitet da nach wie vor super am Brett. Verkürzer Layup. Aber da muss es eigentlich zählen. Oh, Glück für Bamberg. Da ging der Schlag ans Brett. Und für meine Begriffe war das Goaltending. Stanic, schöner Durchstecker auf Nelson mit dem And-One. Fechter macht da am offensiven Brett eigentlich einen guten Job, aber wow, Philipp Stanic. Oh, harter Block von Grünlo, offener Dreier, Flanagan, der muss rein. Der musste rein. Nur noch defensiv. Was eine Phase von den Bamberg Baskets. Besser kannst du ein drittes Viertel nicht spielen. Ty Harrelson aktuell. Hey, guys. Hey, listen. We've been here before. Plenty of time. There's a lot of time left in the game.
Copeland. Nach wie vor angeschlagen. Zach Copeland. Wow! Zwei mehr hier am Ball. Zach Copeland mit einer unfassbaren Vorstellung. Ja, und zweiten Durchgang. Spencer Reeves. Zwei Ex-Bamberger jetzt auf dem Feld bei Rasterfechter. Und eine gute Verteidigung vom anderen Ex-Bamberger, von Joel Amino. Und Anne Woltmann reagiert sofort. Dafür hat Fechter eben gefühlt ein ganzes Viertel gebraucht. Joschka, Ferner. Und Copeland macht das da super. Und was für Bewegung von Trey Woodbury. Und da sieht man mal, wozu diese Bamberger Mannschaft in der Lage ist, wenn sie sich in einen Rausch spielen. Spiel. Copeland. Ja, macht es clever. Zach Copeland, X and One. Es kommt ja heute knüppeldick. Nicht zu glauben. Und selbst das funktioniert auf Seiten der Bamberg Baskets. Ryan Schwieger nochmal mit zwei Punkten. Justin Gray, ja, sinnbildlich für dieses Spiel. Es war vermutlich der unstrukturierteste Angriff der Bamberger in Halbzeit Nummer 2. Aber auch der wird erfolgreich abgeschlossen. Van Sloten probiert es nochmal. Jetzt plätschert dem Ende entgegen. Nelson hebt ab. Wow. Wir erleben hier nochmal das Anspiel von Arne Woltmann. Jetzt wird sich die eine oder andere Person fragen, warum nicht, warum nicht jedes Wochenende so. Das Spiel ist aus. Die Bamberg Baskets mit einer Machtdemonstration